Ich möchte jetzt Sie herzlich begrüßen zu unserer Sommerausstellung, die eigentlich schon lange geplant ist. Und da geht es um Folgendes. Ich möchte in erster Linie Martin Kastner danken, dass ich mit ihm seit 2010 eine rein geschäftliche Verbindung habe. Und jetzt möchte ich den Künstler kurz einmal vorstellen. Martin Kastner und ich haben uns kennengelernt 2010 durch Anton Herzl und Christian Eisenberger, die mir beide nahegelegt haben, da gibt es einen Künstler, den musst du dir einmal anschauen, wir schicken dir den vorbei. Bei Christian Eisenberger war ich ja vieles gewohnt, ich habe ja auch schon mehrere Ausstellungen mit Philipp Goldschneider gemacht und man weiß, dass ich auch eine sehr große Sammlung von Philipp Goldschneider habe. Und dann war die zweite große Empfehlung, weil vom Eisberger habe ich viele Empfehlungen bekommen, aber ich habe nicht alle wahrgenommen. Sondern da große Sammler, auch von Herrn Kastner hier sind heute und auch von Christian Eisberger, von genau dieser Gruppe von Menschen, die ich alle gern habe. Und da muss ich ganz klar sagen, dass ich diese Arbeiten gesehen habe und angefangen habe zu kaufen. Und dann war es so, dass natürlich kommen die Fragen des Künstlers, soll ich einmal was anderes machen? So, Herr Kastner, machen Sie das, was Sie wollen und bleiben Sie so, wie Sie sind. Ich möchte als Galerist nicht Einfluss nehmen auf das, was Sie machen. Herr Kastner hat mir immer wieder Arbeiten gebracht und ich war immer erstaunt. Er hat sich enorm verändert, er hat sich entwickelt, ohne Einfluss, ohne irgendetwas. Und das ist auch ein kleiner, nur ein kleiner Ausblick dieser Ausstellung von der Vielfalt seiner Kunst. Und da komme ich jetzt gleich einmal zurück, dass wir nach über 10 Jahren Sammeltätigkeit diese Ausstellung mit einem Katalog, den ich Ihnen seit Jahren versprochen habe, heute realisiert habe. Und mein größter Dank gilt der Silke Eckel, weil sie mit einer unheimlichen Begeisterung und auch Engagement und auch, muss man auch dazu sagen, was nicht immer einfach ist, weil in den letzten Monaten der Herr Kastner mehrfach aus verschiedensten Gründen abgesagt hat, wir verschieben das und das und das und das und das. Also die Problematiken mit Künstlern kennen wir als Galeristen, aber wir haben es geschafft, die Deadline mit diesem Datum wirklich zu schaffen, dass der Katalog fertig ist. Und da muss man sagen, dass erstens meine Frau, die auch mittlerweile zum Kastner-Fan mutiert ist, weil sie sich genauso intensiv mit deiner Kunst beschäftigt hat. Und da ist es so, dass die beiden diese Ausstellung heute so gestaltet haben, wie sie heute da ist. Und da möchte ich mich wirklich bedanken. Jetzt komme ich zu einem Punkt, warum mir diese Ausstellung so am Herzen gelegen ist und warum ich auch die Arbeiten von Martin Kastner so schätze, weil ich als Kunstprinzip prinzipiell Kunst als etwas sehe, die aus der Produktion eines Menschen unlernbar da ist, dass es nicht, und das ist der Kritik, die ich aus dem Wiener Aktionismus, den ich ja sammle, gelernt habe, dass Kunst nicht lehrbar ist. Das heißt, alle Kunstprofessoren oder alle Menschen, die Kunst studiert haben, sind für mich Banausen, weil Kunst nicht lehrbar ist. Das ist ein Prinzip. Kunst muss angeboren sein, das heißt, es muss etwas sein, was aus dem Menschen herauskommt, ohne dass er beeinflusst wird oder irgendetwas hat. Natürlich ist es dann wichtig, dass große Künstler sich beeinflussen lassen von anderen Künstlern und auch von anderen Leuten, von Galeristen oder anderen Leuten. Auch Martin Kastner, mit dem ich viele Gespräche geführt habe. Und da muss ich eine Sache sagen, die mich ganz besonders gefreut hat, dass im Katalog ist, ein Interview, das die Silke geführt hat, wo er beschreibt, und die Silke fragt ihn, das sind ja alles Penisse und Brüste, und er sagt darauf als Antwort, es schaut nur so aus. Das sind gar keine.
Und das ist etwas, was mir im Beruf besonders freut, dass etwas, was die anderen Menschen sehen, nicht wirklich die Wahrheit ist. Und der Künstler gar nicht so sieht, sondern es kann auch was anderes sein. Und Kunst ist für mich immer nur dann gute Kunst, wenn es immer Fragezeichen hat. Ein Kunstwerk ist nur gut, wenn es immer Fragen offen lässt. Ein Kunstwerk, das gesehen wird und erkannt wird, ist für mich gar nicht Kunst, das ist Werbung. Aber das ist so, dass in der Kunst, und das ist ja genau der Punkt, den ich nach 12 Jahren Sammlung Konzert Martin Kastner habe, weiß ich, dass er ein großer Künstler ist. Diese Vielfalt, und zwar mit einem Aufwand, der für Martin Kastner ein enormer Aufwand ist. Manchmal hatte er nicht das Geld für die Ölkreide. Er hat gekommen und hat gesagt, Herr Konzert, ich kann Ihnen kein Bild malen, ich habe gerade kein Geld. Ich habe ihn finanziell unterstützt, aber jetzt nicht als Hilfe, sondern es ist so, dass das so ist, dass er mir das Zehnfache zurückgegeben hat für das, was ich immer gemacht habe. Deswegen sehe ich das als große Tat und für mich ist es deswegen auch eine totale Verantwortung und eine große Freude, dass ich auch hier so eine Ausstellung mache und für einen Katalog mache von einem wirklichen tollen Künstler. Martin, ich danke dir dafür. Was ich gerne hätte, dass du einmal über deine Kunst sprichst, weil ich weiß, dass du der Einzige bist, der deine Kunst so erklären kann, sonst niemand. Und deswegen möchte ich nicht über deine Kunst sprechen, sondern ich möchte dich bitten, über deine Kunst zu sprechen. Die Kunst, was ich erfunden habe, vom Mittelmeier. Man, wenn man die Kunst logisch betrachtet, wie, man, das war schon in den 19. Jahrhunderten bei der ersten Zahlstellung oder so, gut verkauft worden sind, Pornografien oder so. Wie lange habe ich geforscht? Und wie lange habe ich Ölbrennkunst gemacht? Lange Zeit. Jetzt irgendwie versucht, die Bewährtheit oder die bewährten Künstler, Krankenkünstler zu heilen. Mit der Ölkreide, es ist Punkt, Punkt gibt Kraft. Und wir haben die Gesundheit, wenn ich mit Gesundheitszeichen drum und dann die war dann mit so einer Misch und dann wieder aus dem Bisch und wieder schön in der Wach, und so jetzt. Aber wie oft habe ich mich getäuscht. Und manche sind kalt, und manche wieder nicht. Wenn es balancieren lässt, wie kann ich andere Künstler motivieren? Wie kann ich andere kranken Künstler wieder reinballen? Das könnte viele Jahre sein, vielleicht noch 20 Jahre. Und dann muss ein anderer weitermachen. Vielleicht findet sich ein anderer für die Aufgabe. Momentan fühle ich mich noch stark. Aber jetzt bin ich 50 und bin schwer krank. Wir können in den 60ern einen Schlaganfall haben und so. Oder? Wenn ich sogar Diabetiker. Ohne ich 80 oder 85. Aber sobald ich rede, werde ich an der Ölbrennkunst arbeiten. Und andere Künstler motivieren. Und andere Künstler wieder gesund machen. Im Prinzip sind in dem Katalog alle Arbeiten versammelt, die der Philipp im Laufe der Jahre von Martin Kastner gekauft hat. Das ist eigentlich die Sammlung komplett. Und aus dieser Sammlung heraus ist diese Ausstellung entstanden. Das ist jetzt eigentlich so ein grober Abriss von den Jahren 2016 bis heute. Ja. Was ist dein Zugang zum Martin jetzt mittlerweile? Mein Zugang zum Martin. Bist du so begeistert? Ist ein sehr persönlicher. Erstens mal, ich glaube, wir haben so gewisse Gemeinsamkeiten. Wir haben beide sehr lange gebraucht, bis dass wir unsere Liebe zur Kunst entdeckt haben, zu wichtig, glaube ich zumindest. Wir haben beide einen handwerklichen Hintergrund. Der Martin Kastner war Maurer, Maler ist noch, ich war Schneidermeisterin. Also das ist mal eine Gemeinsamkeit, und wir haben beide spät begonnen, uns mit dieser Kunstwelt zu beschäftigen, so wichtig. Der Martin ist ja auch erst so vor 10 Jahren da eingetaucht und ich eigentlich auch. Das ist mal auch eine, ja, das ist das Erste. Und grundsätzlich interessiert mich schon immer Außenseiterkunst. Und ich denke mir, es ist eben nicht immer so wichtig, wer die Kunst macht, sondern was die Kunst, wie sie da ist und was sie
wie sie wirken, warum. Und ich meine, der Martin sagt, er will ganz viel positive Energie verbreiten und auch strahlen und denken, das gelingt ihm einfach. Als wenn man sich jetzt in den Bäumen aufhält und der Blut gibt, dann ist das so. Und wenn wir da ein bisschen was davon mitnehmen können, dann ist es das.